Und jetzt kommen wir zum Punkt 18, wie eingangs bei der Tagesordnung festgelegt. Und das ist ja ein interfraktioneller Antrag, deswegen, oder erstmal die Themenbesetzung, dann auch ein interfraktioneller Antrag, der danach gereicht worden ist. Wer möchte ihn einbringen? Herr Blümel. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Antrag lag dem letzten Stadtrat vor. Es sollte ein Eilantrag werden. Anlass war Berichterstattung in einer Dresdner Tageszeitung, die davon sprach, dass eine Dresdner Gesellschaft, die uns mehrheitlich gehört, wiederum von Insolvenz bedroht sein solle. Diese Gesellschaft hat der Stadtrat vor einem Jahr, im Jahr 2014, am 30.06. durch Beschluss des Finanzausschusses durch Zahlung von 1 Million Euro vor der Insolvenz gerettet. Wir haben danach eigentlich nur eines gewollt, dass wir zeitnah darüber informiert werden, was in dieser Gesellschaft los ist, denn gleichzeitig mit der Zahlung von 1 Million hatte der Stadtrat den Auftrag gegeben, ich übersetze das jetzt mal, ein Sanierungskonzept zu erstellen, die Ursachen für die finanzielle und wirtschaftliche Schieflage dieser Gesellschaft aufzuschreiben und diesen Bericht dem Stadtrat zur Verfügung zu stellen. Jetzt sind wir fast ein Jahr weiter. Mittlerweile wissen wir, dass die Berichterstattung in dieser Dresdner Tageszeitung zutreffend war, denn es gibt eine Eilvorlage aus dem Geschäftsbereich Wirtschaft, in der wiederum die Zahlung eines Zuschusses von jetzt 330.000 Euro vom Stadtrat erbeten wird, um die Gesellschaft erneut vor der drohenden Zahlungsunfähigkeit zu retten. Dieses ist ein Umstand, der aus unserer Sicht nicht nur misslich ist, sondern es ist insbesondere ein Versuch, den Stadtrat aus, wie wir finden, nachvollziehbaren Gründen, nämlich ein Thema so lange unterm Deckel zu halten, bis ein Wahltermin vorbei ist, nicht zu informieren. Deswegen haben wir den Antrag auch nach der letzten Stadtratssitzung aufrechterhalten, eingebracht und mussten dann noch im Ältestenrat darüber diskutieren, dass er heute auf der Tagesordnung steht. Was begehren wir als Antragsteller von Linken, Grünen und SPD? Wir wollen, dass dieses Thema Nanoelektronikzentrum endlich genau so umgesetzt wird, wie das der Stadtrat ja eigentlich vor einem Jahr schon beschlossen hat, dass er nämlich mit einer Vorlage konfrontiert wird, wo dem Stadtrat ein Beschlussvorschlag unterbreitet wird, was will die Stadt Dresden mit dieser Gesellschaft in Zukunft tun. Und wir wollen natürlich wissen, was hat der dafür zuständige Bürgermeister, Herr Hilbert, in dem einen Jahr getan? Was konkret hat er getan? Das ist das, was wir eigentlich wissen wollen und was auch die Öffentlichkeit gerne wissen möchte, weil das eine Verpflichtung ist, dass wir eine Gesellschaft, die mit öffentlichen Geldern gegründet, mit öffentlichen Geldern finanziert und betrieben wird, dass die eben auch entsprechend Rechenschaft ablegt. Wir wollen auch gern wissen, was das Rechnungsprüfungsamt, das wir beauftragt haben, diesen Vorgang zu prüfen, für Erkenntnisse hat. All diese Dinge liegen uns heute nicht vor. Deswegen ist es aus unserer Sicht notwendig, diesen Antrag zu beschließen, zumal wir auch in den Beratungen, die die neue Rettungsvorlage in dem einen Ausschuss, wo sie bisher war, erfahren hatten, nicht geeignet ist, Vertrauen zu erwecken, dass hier eine wirklich tiefgreifende Lösung des Vorganges angestrebt wird, sondern hier geht es darum, Zeit zu gewinnen, und auf Zeit zu spielen ist keine Lösung für eine Gesellschaft, die von Insolvenz bedroht wird. Ich möchte daran erinnern, wir reden hier nicht über Spielereien. Seit der Änderung 2008 Insolvenzordnung ist die Insolvenzverschleppung, und Insolvenzverschleppung liegt genau dann vor, wenn eine Gesellschaft überschuldet ist oder wenn sie zahlungsunfähig ist, eine Straftat im Bereich der Unternehmen. Diese Straftat wird mit Geldstrafe oder Gefängnis bedroht. Deswegen denke ich, sollte allen hier im Saale bewusst sein, dass das jetzt keine rein politische Auseinandersetzung ist, sondern hier geht es um harte Fakten. Und diese harten Fakten sind nicht erst gestern aufgetaucht. Wenn man sich die
Jahresberichte dieser Gesellschaft ansieht, dann weiß man, seit 2013 ist die Gesellschaft bilanziell überschuldet, ist das Eigenkapital aufgebraucht, haben die Verluste, die sie seit Anfang, seit 2007 produziert, dazu geführt, dass sie kein Eigenkapital mehr hat. Das heißt, der erste Tatbestand zur Insolvenz ist bereits erfüllt und die Zahlungsunfähigkeit hat vor einem Jahr gedroht, sie droht jetzt wieder. Deswegen ist es jetzt nicht 5 vor 12, sondern es ist eigentlich schon 3 nach 12. Insofern bin ich gespannt, was die Diskussion heute noch ergeben wird, bitte aber auf alle Fälle dann um Zustimmung zu diesem Antrag. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die Fraktion Die Linke, Herr Scholbach. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, demnächst wird ja in Dresden eine neue Oberbürgermeisterin gewählt. Und in diesem Zusammenhang kann man ja zurzeit auch das eine oder andere Plakat auf den Straßen und Plätzen bewundern. Wirtschaftsmotor für Dresden oder auch Probleme lösen, wird da etwas versprochen. Und zwar von dem Kandidaten Hilbert von der FDP. Nun will es die Fügung, dass der Kandidat Hilbert bereits seit 14 Jahren Wirtschaftsbürgermeister in unserer Stadt ist, für die er künftig Wirtschaftsmotor sein möchte. Das gibt uns die Gelegenheit, meine Damen und Herren, seine bisherigen Leistungen einmal näher zu betrachten und die Frage aufzuwerfen, ob sich denn die Bilanz einerseits und die von ihm abgegebenen Wahlversprechen andererseits in Einklang bringen lassen. Das kann man sowohl anhand wirtschaftlicher Kennziffern als auch hinsichtlich ganz konkreter Projekte wie eben das Nanozentrum überprüfen. Also, wie sehen die Wirtschaftsdaten denn aus in Dresden? Nun, bei den Gewerbesteuern pro Kopf lag Dresden einmal vorn, vor Leipzig und Chemnitz. Das war im Jahr 2000 unmittelbar vor dem Amtsantritt von Wirtschaftsbürgermeister Hilbert. Inzwischen führt Leipzig, dahinter kommt Chemnitz und erst dann folgt Dresden. Das ist die Bilanz im Großen. Und jetzt schauen wir uns mal eines der Prestigeprojekte des angeblichen Wirtschaftsmotors an, das Nanoelektronikzentrum. Da wurde uns jetzt ein Zwischenbericht zur Investitionsprüfung vorgelegt. Ich möchte einige Zeilen daraus zitieren, meine Damen und Herren. Auf Seite 7 wird das Folgende ausgeführt. Aus dem Jahresabschluss 2012 geht hervor, dass sich die Eigenkapitalausstattung gegenüber dem Vorjahr weiter verringert hat und lediglich noch 2% beträgt. Auf Seite 8 heißt es dann, die Vermögenslage der Gesellschaft verschlechterte sich durch den Jahresfehlbetrag in Höhe von 422.000 Euro im Geschäftsjahr 2013 weiter. Zum 31.12.2013 ergab sich eine bilanzielle Überschuldung in Höhe von 172.000 Euro. Und auf den Seiten 20 und 21 des Zwischenberichts des Projekts von Wirtschaftsbürgermeister Hilbert wird schließlich konstatiert: Aktuell lässt sich auch ohne tiefere Betrachtung der Datenlage in Kenntnis der abgeschlossenen Mietverträge und unter Berücksichtigung des Zustandes der Häuser 5 und 7 feststellen, dass ein ordentlicher Wirtschaftsbetrieb mit den beiden Häusern aufgrund der hohen Risiken aus unterlassenen Instandsetzungsmaßnahmen nicht darstellbar sein wird. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, das ist das Ergebnis der Arbeit von Wirtschaftsbürgermeister Dirk Hilbert. Und ein derartiges Ergebnis, das rechtfertigt keine Beförderung, das verlangt nach Konsequenzen. Und deshalb werden wir uns die Vorgänge rund um das Nanoelektronikzentrum sehr genau ansehen. Hier ist Aufklärung geboten und dazu werden wir konsequent von den dem Stadtrat zur Verfügung stehenden Mitteln Gebrauch machen. Und der erste Schritt ist der heutige Antrag. Wir werden der Sache auf den Grund gehen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Vielen Dank.
Soweit der Redebeitrag von Herrn Scholbach. Wir kommen zur nächsten Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Schulze. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Stadträte, verehrte Gäste im Saal, in wenigen Tagen steht die Entscheidung über die Zukunft des städtischen Unternehmens Nanoelektronikzentrum Dresden GmbH an. Ein Unternehmen, das im Jahr 2007 auf Initiative des Wirtschaftsbürgermeisters Herrn Hilbert und mit Beschluss des Stadtrates als Technologie- und Innovationszentrum gegründet wurde. Ziel dieser Gründung war es, einen Bedarf an Räumen für Aus- und Neugründungen kleinerer und mittlerer Unternehmen sowie Unternehmensansiedlungen im Bereich Nanotechnologie, Nanoelektronik entsprechende Angebote machen zu können. Nach nunmehr 8 Jahren Unternehmenstätigkeit ist festzustellen, dass diese ursprünglich sehr gute Idee der Mittelstandsförderung zum finanziellen und auch wirtschaftlichen Desaster verkommen ist. Wie konnte es trotz der günstigen Voraussetzungen, wie zum Beispiel der für Reinräume konzipierten Gebäude und auch der unmittelbaren Nähe zu Wirtschafts-, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen so weit kommen? Der vorliegende Zwischenbericht, er wurde schon angenannt, der durch die Luder Rechtsanwaltsgesellschaft MbH in Kooperation mit Dress und Sommer Projektmanagement und der Loire Consulting GmbH, das sind alles durchaus Schwergewichte, was die Unternehmensmanagementbereiche betrifft, wurde ja dieser erstellt und gibt darüber einige Auskunft und lässt Abgründe betriebswirtschaftlicher Fehlentscheidungen und auch fachlicher Unwissenheit schauen dann, was die Bedarfe von Nanotech-Unternehmen und auch der Förderbedingungen für diese Unternehmen durch den Freistaat betrifft. Im Übrigen ist das der erste Bericht, der dem Stadtrat bisher vorgelegt wurde, nachdem es in der Vergangenheit systematisch unterlassen wurde, über die tatsächliche wirtschaftliche und betriebliche Situation dieses Unternehmens zu informieren. Erst nach 2 Jahren nach Unternehmensgründung wurde nach mehrfachen Änderungen der finale Zuwendungsantrag beim Fördermittelgeber gestellt. Im November 2010 bewilligt, war eine Bauzeit von 3 Jahren bis zum Ende 2013 ursprünglich vorgesehen. Allerdings wurde das Unternehmen ohne eigenes Personal betrieben. Bei einem ursprünglichen Gesamtvolumen von 22,32 Millionen Euro für 4 zu sanierende Gebäude eine vollkommen verantwortungslose Unternehmensführung. Ergebnisse dieser Nicht-Geschäftsführung sind fehlende Nutzungs- und Vermarktungskonzepte, Bauverzüge, ständige Umplanungen, gerichtliche Auseinandersetzungen mit dem Generalplaner IPRO über Leistungsabrechnungen und. Also man kann sich diesen Bericht wirklich durchaus mal durchlesen. Es ist erschreckend. Das Jahr 2013 konnte gerade noch so aufgrund der Fördermittelauszahlungen und auch der Kreditabschlüsse, Kreditbereitstellungen durch das kontoführende Institut Commerzbank mit einem testierten Jahresabschluss abgeschlossen werden. Das war es dann aber auch. Seit Januar 2014 setzte sich der auch schon hier von Herrn Scholbach zitierte wirtschaftliche Abwärtstrend dramatisch fort. Die nicht fertiggestellten und damit nicht vermietbaren sowie nicht kostendeckend vermieteten Gebäude erbrachten nicht die notwendigen Einnahmen. Fällige Rechnungen konnten nicht bezahlt werden und bereits im Sommer 2014 setzte eine Überschuldung und die erste drohende Zahlungsunfähigkeit ein. Das Einzige, was retten konnte, war das Gesellschafterdarlehen über 983.000 Euro, welches der Stadtrat mit 30.06. bewilligte. Das war das, was das Unternehmen vorerst rettete. Nun kann man durchaus, und das wurde uns ja hier vorgeworfen an dieser Stelle, dem Stadtrat die Kritik an dieser bisherigen Unternehmens- und Geschäftsentwicklung als Wahlkampfgetöse vorwerfen. Tatsache zum heutigen Zeitpunkt ist, wir haben einen Vermietungsstand von 63% im Haus 1, von 38% im Haus 3, von 82% im Haus 5 und von 70% im Haus 7. Anzumerken ist, dass bei Haus 5 und 7 allerdings diese Mieteinnahmen nicht die laufenden Kosten decken.
Tatsache 2 ist dann, dass es bisher keine Entlastung des derzeitigen und auch des vorhergehenden Geschäftsführers bisher gibt. Aktuell ist eine Geschäftsführung mit einer halben Stelle, die nur unter Haftungsausschluss tätig ist, angestellt. Es gibt einen fehlenden Jahresabschluss für das Jahr 2014. Eine Testierung ist auch nicht zu erwarten, da jeder Wirtschaftsprüfer aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Situation diese Testierung ablehnen muss. Die Buchführung unter anderem für die Verwendungsnachweise der ausgezahlten Fördermittel blieb bisher liegen in dem Unternehmen und musste durch die Stesat GmbH in den letzten Monaten übernommen werden. Mittlerweile ist auch die Stesat mittlerweile Gläubiger der Nanozentrum und hofft auf eine Bezahlung ihrer Leistungen. Woher soll angesichts dieser Unternehmensgeschichte und der wiederholt aktuellen Insolvenzgefahr Vertrauen entstehen, weitere städtische Haushaltsmittel in dieses Unternehmen zu stecken? Ein Missmanagement, das die Existenz von den 23 in den Gebäuden eingemieteten Unternehmen letzten Endes auch gefährdet. Wie sollen die anstehenden immensen Aufgaben bewältigt werden mit einer halben Geschäftsführerstelle, der zudem noch von Haftung freigestellt ist, und einem Hausmeister, der in diesen Gebäuden tätig ist? Und es wird bereits jetzt in der Vorlage, die uns vorliegt, ein weiterer Bedarf von 4,5 bis 5,5 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Wer angesichts dieser erdrückenden Lage von Wahlkampfgetöse spricht, erkennt entweder den Ernst dieser Lage nicht oder ihm fehlt jegliche wirtschaftliche Kompetenz. Den Zeitpunkt für diese Debatte haben wir uns nicht selber ausgesucht, sondern er ist letzten Endes durch die Zahlungsunfähigkeit der NanoZ GmbH im Juni bedingt. Ich komme zum Schluss. Bei einer vorausschauenden Unternehmensplanung durch den Gesellschafter hätte bereits in der Haushaltsplanung der Stadt reagiert werden können und mit wesentlich mehr Vorlauf, als den wir jetzt haben, über die Zukunft des NanoZ gesprochen werden können. Wir fordern eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dieser Situation, insbesondere aus Verantwortung für die Unternehmen, für die Verwendung öffentlicher Mittel und diese wirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt. Ein einfaches Weiter-so wie bisher vergrößert nur den bisher entstandenen Schaden. Vielen Dank. So, als nächstes AfD-Fraktion das Wort gewünscht. Nein. FDP-Fraktion das Wort gewünscht. Auch nein. Dann CDU-Fraktion, Herr Klein. Herr Erster Bürgermeister, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen Stadträte, eins von weg, die CDU-Fraktion wird diesem Antrag nicht zustimmen, und zwar aus folgenden Gründen. Das betrifft sowohl diesen Eilantrag von neulich als auch jetzt diesen interfraktionellen Antrag. Ja, Sie schreiben unter anderem hier in der Begründung: gleichzeitig beauftragte der Ausschuss die Stadtverwaltung damit, eine Vorlage zur Finanzierung der Gesamtinvestition dem Stadtrat zum Beschluss vorzulegen. Diese Vorlage ist nach nunmehr fast einem Jahr noch immer nicht vorgelegt. Und genau das ist eben falsch. Er ist ja vorige Woche im Ausschuss für Wirtschaftsförderung ungefähr eine Stunde lang debattiert worden und soll nächste Woche in den Finanzausschuss, übernächste, und was hat das mit der Wahl zu tun? Das ist genau das, dass Sie da so den Finger drauf legen. Damit widersprechen Sie im Grunde dem, was die anderen Kollegen gesagt haben, dass das eben alles nichts mit Wahlkampf zu tun habe. Hat es eben doch. Und deswegen, wir wollen das nicht. Was wir wollen, ist Aufklärung, und das können diese Ausschüsse in ordentlicher Sacharbeit leisten. Und da kommt es nun auf eine Woche oder zwei Wochen auch nicht mehr an. Aber dass Sie das jetzt so unbedingt noch vor der Wahl durchziehen wollen, kann also ein Schnellschuss werden. Wir wissen genau, dass die Überprüfung des Rechnungshofes erst im Sommer vorliegen werden, und erst dann kann man wirklich saubere und klare und tragfähige Beschlüsse fassen. Und das sollten wir abwarten.
Die 336.000 Euro, die dienen ja zum größten Teil der brandschutztechnischen Ertüchtigung und damit auch der Vermietungsfähigkeit und Nutzungsfähigkeit, vor allem der Gebäude 1 und 3. Und ich möchte da jetzt auch gar nicht allzu sehr in die Details gehen. Und bitte? Ja, Sie können das selber lesen. Ja, ich möchte aber eines, dass die Verwaltung selber hier dazu auch jetzt hier Stellung nimmt. Vielen Dank. Soweit die Fraktionsrunde, wird weiterhin das Wort gewünscht. Herr Krien. Ja, meine Damen und Herren, meine Herren Bürgermeister, es hat sich wieder einmal gezeigt, wie ein ganz strukturelles Problem dieser selbsternannten Demokratie hier greift. Zum einen sagt der Herr Blümel, es hat in einer Tageszeitung gestanden. Nein, Herr Blümel, in Ihrer, in der Sie mit 40% die Mehrheit haben. Was Sie in Ihrer Zeitung schreiben, das hat drinnen gestanden. Nicht in einer es gibt keine wirkliche freie Presse in Dresden. Nein, man kann sich nicht einmal gegen Unwahrheiten dieser Presse wehren, denn der Pate der Medienmafia sitzt hier vorne und wenn man vor Gericht geht, landet man vor dem Richterstuhl dieses Herrn hier. Ein zweites Problem, meine Damen und Herren. Wir als Stadträte können uns nicht ausreichend informieren. Herr Schulze, Sie haben vorhin gesagt, der erste Bericht wurde dem Stadtrat vor einem Jahr vorgelegt. Ja, das ist richtig, weil das strukturelle Problem, nicht nur in Dresden, sondern generell ist, dass irgendwelche Kommunen, Kreise, alles Mögliche auslagern in irgendwelche Gesellschaften, auf die dann nur noch die großen Fraktionen informativ Zugriff haben und dort sitzen 1, 2, 3 Aufsichtsräte. Es muss mindestens bei den Gesellschaften, die 100% bei der Stadt sind, ein Zugriffsrecht geben, ein Teilnahmerecht, sowie eine Ausschusssitzung. Und es muss auch das Fragerecht nach 35.6 Gemeindeordnung auf diese Gemeinschaften ausgeweitet werden. Das ist das Problem, warum wir alle nichts wissen konnten. Sie hätten dort vielleicht einen Ihrer Aufsichtsräte fragen können. Ich hätte überhaupt niemanden gehabt, den ich hätte fragen können. Das ist ein strukturelles Problem, das wir haben. Denn es ist ein weit größerer Teil am städtischen Vermögen, das ausgelagert ist, wo wir als gewählte Volksvertreter keinen Zugriff haben. Und wenn man mich, meine Wähler, fragen, sagen wir, hier steht in der Zeitung was ist denn da, muss ich auch sagen, ich weiß es nicht, ich habe darauf keinen Zugriff. Es wird mir getrickst entzogen. Danke. Weitere Wortmeldung, Herr Blümel. Eine kurze Anmerkung zu Herrn Krien. Herr Krien, sämtliche städtische Gesellschaften veröffentlichen ihre Jahresabschlussberichte. Die kann man auf der Homepage der Stadt Dresden nachlesen. In den Jahresabschlussberichten dieser Gesellschaft kann man spätestens seit 2012 erkennen, wie es um diese Gesellschaft steht. Da steht nämlich, welche Jahresverluste entstanden sind. Da steht auch, dass 2013 das Eigenkapital aufgezehrt ist. Da braucht man keine geheimen Sitzungen, sondern das sind öffentlich zugängliche Informationen. So viel zu Ihren Verschwörungstheorien hier. Ich hätte aber gern eigentlich zwei Fragen noch gestellt. Und zwar hätte ich gern von Ihnen, Herrn Hilbert, gewusst, wir haben hier am 11. Dezember mit dem Doppelhaushalt auch den Wirtschaftsplan dieses Unternehmens beschlossen. In dem Wirtschaftsplan, auch der ist veröffentlicht, im Band 3 des Haushaltes, kann man auch auf der Homepage der Stadt nachlesen, ist auch ein Liquiditätsplan dieser Gesellschaft veröffentlicht. Der Stadtrat hat diesen von Ihnen, Ihrem Geschäftsbereich vorgelegten Wirtschaftsplan beschlossen. Wenn man dem glaubt, dann ist alles in Ordnung. Dann ist die Gesellschaft in diesem Jahr jederzeit zahlungsfähig. Und es geht seinen geordneten Gang. Das kann man diesem Wirtschaftsplan entnehmen. Ich würde gern von Ihnen wissen, ist das der aktuell gültige Wirtschaftsplan oder gibt es dort einen anderen oder gibt es überhaupt einen beschlossenen? Und das Zweite ist, wir haben im Jahr 2014 diese Beschlussvorlage gehabt. Einer der Beschlusspunkte, und Herr Klein, das ist genau der Unterschied, heißt, es wird eine
Vorlage vorgelegt zur Durchfinanzierung, sprich zur Endfinanzierung dieses Investitionsvorhabens. Die ist bis heute nicht da. Was wir jetzt haben, ist sozusagen wieder eine Rettungsvorlage, die aber nicht klärt, wie geht es grundsätzlich weiter. Meine Frage ist, in der jetzigen Vorlage steht, wie in der vom Sommer 2014, wir brauchen noch Millionenbeträge, um nach Ihren Vorstellungen dieses Projekt zu Ende zu bringen. Wie viel Geld haben Sie im Haushalt angemeldet, um genau diesen Umstand zu ermöglichen, nämlich diese Gesellschaft mit Mitteln auszustatten, damit man die Sanierung der Gebäude fertig machen kann, damit man am Ende auch Erträge erzielen kann? Das hätte ich gern gewusst und hier öffentlich beantwortet. Danke sehr. Als nächste Wortmeldung Herr Scholbach. Ja, ich möchte noch mal auf den Zeitpunkt dieser Debatte eingehen. Diesen Zeitpunkt haben nicht wir bestimmt, sondern der Zeitpunkt ergibt sich aus dem desaströsen Zustand dieser Gesellschaft. Und ich möchte dazu aus der Vorlage der Stadtverwaltung, die auch nicht wir eingebracht haben, sondern eben die Stadtverwaltung auf den öffentlichen Druck und eben aufgrund der Situation, die Vorlage stammt vom 13. Mai 2015. Und dort kurz eine Passage zitieren, und zwar eine für Juni 2015 prognostizierte Liquiditätsunterdeckung der Nanoelektronikzentrum Dresden GmbH erfordert eine Zwischenfinanzierung der Gesellschaft durch Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Liegenschaften von bis zu 336.000 Euro. Weitere Fördermittel stehen derzeit nicht zur Verfügung. Eine Erhöhung des Bankdarlehens lehnt das Kreditinstitut der Nanoelektronikzentrum Dresden GmbH ab. Eigene Mittel können aufgrund des baulichen Zustandes und der Nichtvermietbarkeit erheblicher Flächen derzeit nicht im erforderlichen Umfang generiert werden. Das ist die Situation, die, wie gesagt, die Verwaltungsspitze um Bürgermeister Hilber zu verantworten hat. Ich möchte auch eine Frage an Sie richten, Herr Erster Bürgermeister. Ich habe der Vorlage entnommen, ich zitiere, diesbezüglich liegt ein Zwischengutachten vor, wonach ca. 4,5 bis 5,5 Millionen Euro externe Kapitalzuführungen zur Durchfinanzierung der Sanierungsmaßnahmen notwendig sein werden. Ich hätte gern von Ihnen gewusst, seit wann liegt dieses Zwischengutachten der Stadtverwaltung vor, seit wann haben Sie exakt von diesen Zahlen Kenntnis? Gibt es weitere Wortmeldungen? Das Schlusswort wollen Sie danach. Also, dann fangen wir mal an. Ich nehme mir auch mal das Recht, zu Ihnen zu kommen. So, meine Damen und Herren, dann wollen wir mal ein bisschen mit den Thematiken aufarbeiten. Zunächst erstmal, Herr Scholbach, sagen Sie ja, und haben das ja auch hier eindrucksvoll auf dieser Bühne schon gemacht, dass ich der bessere Oberbürgermeister bin und deswegen ja auch meine Amtsführung sehr gut fanden, vielleicht viel besser als der Wirtschaftsbürgermeister, deswegen wollen wir das hier in Kürze ändern und dann können wir dann das Thema auch von der Spitze ausführen. Jetzt kommen wir zu den, ich bin dran, keine Zwischenrufe zulässig, sondern wir sind bei dem Thema Abarbeitung dessen, was hier passiert ist. Im Sommer 2007 haben wir das Nanoelektronikzentrum gegründet. Im August 2007 haben wir den GA-Antrag beim Freistaat gestellt, beim Landesdirektion. Wir haben bereits 2008 im Oktober die Baugenehmigung von Haus 1 da gehabt. Wenn man so anschaut, wie manche andere Verfahren laufen, sind wir da sehr stringent unterwegs gewesen. Wir haben eine Gesellschaft gegründet, wo wir gesagt haben, auf der einen Seite das Technologiezentrum als Mutter und als kleinere Mutter in die Landeshauptstadt. Warum mussten wir das machen? Weil vom Zuwendungsgeber uns signalisiert worden ist, dass man dem Technologiezentrum aufgrund der Gesellschaftsstruktur Bedenken hat, was das Thema überwiegend öffentlich angeht. Sonst hätten wir keine neue Gesellschaft gründen müssen.
Wir wollten aber das Know-how des Technologiezentrums nutzen für den weiteren Ausbau. Nun haben wir dann Jahre warten müssen, bis wir dann eine Antwort auf unseren Fördermittelantrag bekamen und zunächst auch erstmal eine Ablehnung des Fördermittelantrages. Dann haben wir freundliche Hinweise bekommen, was so zur Ablehnung führt. Man möchte eine Mehrheitsgesellschaft der Rolle der Landeshauptstadt sehen. Man möchte auch nicht unbedingt denselben Geschäftsführer dort sehen. Warum auch immer man da Unmut hatte. Wir waren gezwungen, eine neue Vorlage hier hineinzubringen, die eine Umstrukturierung vorsah mit einer Mehrheitsbeteiligung Landeshauptstadt, einer Änderung der Geschäftsführerverhältnisse. War nie unser freiwilliger Wille. Warum? Weil wir einen SPD-Wirtschaftsminister damals hatten, der meinte, er kann Wirtschaftspolitik, aber kein Durchsetzungsvermögen hatte in seiner eigenen Verwaltung hinein. Wir hören ja viel von Wirtschaftspolitik, Mittelstandspolitik heute. Und das steht auch klar und deutlich in einem Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Freistaates. Die haben nämlich damals untersucht verschiedenste Technologiezentren dieses Landes und kamen zu einem Erfolgsfaktor, was Technologiezentren gute auszeichnet und was weniger gute auszeichnet. Und das ist die direkte Nachbarschaft zur Forschungseinrichtung. Aber was hat man lieber gemacht? Man hat eine 90% Förderung nach Freital gegeben. Ich kenne die großen Forschungseinrichtungen der Stadt Freital nicht so richtig, aber vielleicht wird sie mir immer noch mal erklärt werden. Dieses Zentrum krebst heute weiterhin mit 30% Auslastung rum. Aber auf der anderen Seite wurde gesagt, die Landeshauptstadt, hier wo man wirklich eine vernünftige, zusammenhängende Politik aus Wissenschaft und Wirtschaft auf den Weg brachte, da wollte man keinen Zuwendungsbescheid auf den Wege geben. Glücklicherweise hat es der Wähler dann anders entschieden. Es gab eine andere Landesregierung. Wir hatten eine neue Chance, einen neuen Antrag zu stellen. Und bekamen die... Nein, mein Lieber. Wir wären sonst schon viel eher Insolvenz gegangen, weil wir nämlich die Fördermittel nicht bekommen haben. Darauf war das Thema aufgebaut gewesen. Ja, es gab ja eine Leitidee dahinter, dass wir nämlich kaufen, Kredit finanzieren und dass wir über Fördermittel entsprechend das Zentrum ausbauen. Wenn Sie 3 Jahre lang verzögern einen Bau, wo volle Kosten laufen, dann sind mehrere hunderttausend Euro in den Sand gesetzt. Das ist das Ergebnis gewesen der Verzögerungspolitik bei Fördermitteln. Dann denken wir mal drüber nach, was 2008 war. Und da schreibt das Gutachten auch, und das haben Sie nicht zitiert, dass die Baukosten zu tief angesetzt waren. Ja, was war denn 2008 auch in der Kalkulation? Wir hatten Wirtschaftskrise gehabt, da waren die Bauunternehmen froh, wenn sie einen Auftrag bekommen haben. 3 Jahre später waren eine ganz andere Boomphase gewesen. Dementsprechend sind andere Kostenstrukturen dann bei den tatsächlichen Ausschreibungen entstanden. Auch das muss man sagen. Und deswegen waren wir sehr froh, als wir dann endlich im Oktober 2010 den Fördermittelbescheid bekommen haben, um das Gebäude 1 zunächst beginnen zu können und dann einige Zeit später das Gebäude 3. Und dass das notwendig ist, zeigen unsere anderen Gründerzentren. Die Dresdner Gewerbehofgesellschaft ist auf der Löbtauer Straße zu 100% ausgelastet, auf der Großenhainer Straße zu 99%. Die Standorte des Technologiezentrums hatten auch schwere Tage gehabt, mit dem das Chimonda damals pleite gegangen ist, ist heute zu ungefähr 95% an allen 3 Standorten ausgelastet. Wir brauchen für die weitere wirtschaftliche Entwicklung dringend die Räumlichkeiten, die wir entsprechend gerne entwickeln wollen. Und dafür ist eine Durchfinanzierung notwendig. Darauf haben wir vor einem Jahr hingewiesen, also es ist jetzt nicht, dass irgendeine neue Erkenntnis hier des Weges kommt. Woraus kommen die 336.000? Das ist auch dargelegt worden im Ausschuss. Da sind 100.000 Sicherheit drin. Das sind Mittel drin, um die Planungen voranzubringen, um die Endvorlage Ihnen vorlegen zu können, wie viel
Notwendigkeit des Kapitalbedarfs gibt es, um die Durchfinanzierung zu machen. Und es sind in den Häusern 5 und 7, die durch uns nicht saniert wurden und auch eigentlich nicht prioritär saniert werden sollen. Auf der einen Seite Hausanschluss separat für das Wasser zu legen, weil bisher wir die Versorgung aus einmal zusammengehörigen Unternehmen von der XFAB bekommen haben und das aufgrund auch rechtlicher Konstellation in Zukunft so nicht mehr möglich ist. Und dass wir Schäden am Dach haben und natürlich auch Mieter ein Recht darauf haben, dass es einen ordentlichen Zustand dieses Gebäudes gibt. Nun sind wir bei diesen Gebäuden 5 und 7 seit 3 Jahren in der Diskussion mit den Vertretern der Landesregierung und der Fraunhofer Gesellschaft. Und die Institute klar und deutlich signalisieren, wir brauchen diese Gebäude, weil das nämlich die einzigste Erweiterungsperspektive für diese Fraunhofer Institute ist, wenn man sagen will, und das hat ja die Landesregierung sich auch vorgenommen, wir wollen wichtiges europäisches Zentrum der Elektronik sein und nehmen ja gerade damit mit der Fraunhofer Gesellschaft zusätzliche Mittel in die Hand. Wenn man dieses möchte, liegt seit 2013 genau diesen Vertretern ein Kaufangebot für dieses Objekt vor, weil wir sind als Stadt nie gewesen und wollen das auch nie, außer es gibt neue Beschlusslagen, dass wir Vermieter für Wissenschaftsbauten sind. Deswegen haben wir nutzen können und deswegen auch ein Stück die günstigen Mieten in unsanierten Zuständen, dass die Fraunhofer Gesellschaft selber, nämlich zunächst mit Konjunkturpaket 2 Mitteln, den Innenausbau vollzogen hat, den Brückenschlag zwischen dem Gebäude, wo sie bisher drin ist in der Maria-Reiche-Straße und dem Nanoz, dass sie dieses erwerben können und dann auch selber den Ausbau zu Ende bringen. Gelingt uns das? Und auch in meinen Antrittsbesuchen bei der neuen Staatsregierung habe ich dieses nochmal mit Eindringlichkeit Ihnen beschrieben. Ich warte immer noch auf die entsprechenden Rückmeldungen. Kuratoriumssitzung haben wir das letztens erneut mit der Deutlichkeit diskutiert. Denn wenn das am Ende nicht kommt, werden wir einen wirtschaftlichen Ausbau machen müssen. Und das bedeutet, es gibt keine Perspektive für die Fraunhofer Institute in diesem Gebäude. Und das muss man auch deutlich sagen. Also, wir warten schon sehr lange auf die entsprechenden Partner auf der anderen Elbseite, heute jetzt auf der gleichen Elbseite, dass sie verstehen, welche wirtschaftspolitische Bedeutung dieses hat und entsprechend uns mal in einer kooperativen Zusammenarbeit mit unterstützen. Wir können natürlich auf der einen Seite sagen, wir verhindern und machen dann hier im Rat ein bisschen Geplänkel. Das ist auch eine Strategie, die man fahren kann. Aber ich bin eher dafür, dass wir handeln und dass wir für die Wirtschaft Räume schaffen, die auch geeignet sind, jungen Unternehmen in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Forschungseinrichtungen, und die Nachfrage ist da, entsprechende Entwicklung zu generieren. Zu den Fragen, wann uns das Gutachten vorliegt, würde ich Kollegen Feuerherrn bitten, denn es ist eine Beauftragung richtigerweise durch die Beteiligungsverwaltung, und wir haben auch eins gesagt, und da sind wir sehr restriktiv beide miteinander, wir legen Ihnen erst eine Vorlage zur Durchfinanzierung vor, wenn wir entsprechend die Gutachten zu Ende bekommen haben, und müssen aber in der Zwischenzeit den Betrieb sicherstellen, wo die Daten und Fakten klar sind, was ist notwendig. Gelingt es uns, dass der Freistaat den Kauf von den Häusern 5 und 7 durchführt, weil dann ist nämlich die Frage, ob wir überhaupt einen Finanzierungsbedarf haben, den die Landeshauptstadt zu tragen hat, weil wir nämlich aus dem Kauferlös die Restsanierung vorne vornehmen können. Und ich kann nur von meiner Seite sagen, ich bin daran interessiert, mit Hochdruck, dass wir dieses Projekt zu Ende führen, denn die Unternehmen draußen, die Gründer, brauchen dringend den Raum. Wir sind aber insoweit hart zu uns selbst, dass wir sagen, erst muss vernünftige Datengrundlage sein, bis wir mit größeren Forderungen nach finanziellen Mitteln kommen. Und wir haben auch bewusst gesagt, auch in der Gesellschafterrolle, wo ich in der Gesellschaft vertrete, mir sind einige Vorgänge in der Vergangenheit nicht plausibel und deswegen hat es nicht die Entlastung gegeben. Ich bin aber nicht der Geschäftsführer der Gesellschaft. Vielen Dank. Ja, vielleicht noch kurz zur Ergänzung. Das Gutachten
wird im Sommer fertig sein. Wir haben heute mit dem Gutachter nochmal gesessen, der Zwischenbericht. Heute, man sitzt ja regelmäßig mit Gutachtern da zusammen, um dann die weitere Verfahrensweise zu besprechen. Und im Sommer wird das fertig sein und Ziel ist ja, dass wir im September mit der Vorlage zur Durchfinanzierung hier im Hause wieder aufschlagen. So, Herr Blümel als Nächster. Herr Hilbert, ich hatte zwei konkrete Fragen gestellt. Sie haben die beide nicht beantwortet. Ich wollte wissen, gibt es einen Wirtschaftsplan? Haben Sie diesem Wirtschaftsplan zugestimmt als Gesellschafter? Und ich wollte wissen, warum Sie kein Geld im Haushalt eingestellt haben für diese Vorlage. Denn offensichtlich ist ja nichts drin, wenn man lesen kann im Haushalt. Erster Punkt, es ist deswegen nichts im Haushalt drin, aber weil das Endgutachten nicht vorliegt und auch nicht klar ist, welcher Finanzierungsbedarf entsteht für das Nanoelektronikzentrum. Im Best-Case-Fall, und das ist das, was wir anstreben, was wir auch für die nachhaltigste Lösung für den Standort in der Wirtschaftsentwicklung dieser Stadt empfinden, wir sanieren fertig die Häuser 1 und 3 als Technologiezentrum. Die Häuser 5 und 7, die heute schon zu 80% bzw. 70% durch die Fraunhofer Gesellschaft genutzt werden, wird erworben und zu dem Geldbetrag, was wir dadurch erlösen können, ist die Häuser 1 und 3 zu Ende sanierbar. Und da würde ein Finanzierungsbedarf für den Haushalt von null entstehen. Hängt aber davon ab, und das habe ich im Ausschuss auch deutlich gesagt, ist der Freistaat bereit, diesen weitsichtigen Schritt auch zu tun. Häufig machen sie strategische Entwicklung, wir reden aber schon seit 3 Jahren und bis jetzt ist das nicht der Fall. Kommt der Freistaat nicht zu dem Ergebnis, werden wir Mittel einstellen müssen, die abhängig sind von dem, wie die Gutachter rauskommen. Da gibt es auch unterschiedliche Modelle, die im Moment diskutiert werden und davon hängt auch die Größenordnung ab. Der eine Punkt ist, machen wir einen Gebäude, was aus Büro- und Laborräumlichkeiten ist, da ist eine geringere finanzielle Notwendigkeit da. Oder machen wir ein Gebäude, wo wir bewusst sagen, wir bauen Reinraumkapazitäten mit ein. Das ist nicht ganz trivial, die Entscheidung. Und genau diese Abwägung, es wird Ihnen in der Gesamtvorlage vorgelegt werden. Und danach ist die Summe klar. Und dann ist das Thema Frage der Finanzierung. Und dann müssen wir darüber diskutieren, ist das eine Position, die wir aus dem Haushalt heraus stemmen, in der weiteren Abfolge aber nicht umgekehrt. Zum Thema Wirtschaftsplan. Wirtschaftsplan haben die Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung nicht zugestimmt, weil sie für uns in wichtigen Fragen nicht plausibel waren. Wir haben den damaligen Geschäftsführer mit mehreren Rückfragen und kritischen Positionen deutliche Hausaufgaben mitgegeben. Und das ist auch der Grund gewesen, warum wir auch eine Verlängerung seines Dienstvertrages dem Rat nicht empfohlen haben und auch keine Entlastung erteilt haben, um dieses genau aufzuarbeiten. Herr Schulze. Kann man nachgucken. Also, Herr Hilbert, ich freue mich ja dann, dass Sie versuchen, sich hier in irgendeiner Weise, sage ich mal, ein bisschen auch reinzuwaschen. Punkt 1. Diese Vorlage selber sagt uns aus, dass der Verkaufserlös für die Häuser 5 und 7 davon ausgeht dann, dass dort 2,9 Millionen Euro eventuell durch die Fraunhofer Gesellschaft für diese beiden Häuser gezahlt wird. Ob dieser Betrag eintritt, das sind wir irgendwie schon seit mehreren Jahren dann, ist sehr, sehr fraglich. Was Sie uns als bisherigen noch Finanzierungs- oder Investitionsaufwand nennen, sind 4,5 bis 5,5 Millionen Euro. Das heißt, da ist doch auf jeden Fall noch mal ein Delta dazwischen dann für das, was Sie letzten Endes dann noch benötigen. Das haben Sie uns hier gesagt. Zum Zweiten. Wenn 2008, wie Sie uns hier so schön nochmal dargelegt haben, letzten Endes sagen wir einen Investitions- und auch einen Bauplan für diese Beantragung der Fördermittel erarbeitet worden ist
Warum müssen wir dann jetzt nochmal anhergehen und sagen dann, wir brauchen dann die und die Räume und wir müssen nochmal dies und jenes machen? Warum ist das nicht sozusagen zu Beginn der Förderzeit und mit Beginn der Unternehmensgründung schon so ausreichend gemacht worden dann, damit wir jetzt, sag ich mal, einen Fahrplan vorliegen haben, der schon eingehalten werden konnte? Punkt 3. Der Bericht selber dann von Herrn Luther, die ich mir eigentlich auch übrigens sehr gerne auch in der Ausschusssitzung als anwesend gewünscht hätte, ist nicht gemacht worden dann, warum auch immer, offensichtlich hätten wir zu viele Informationen bekommen, ist, dass in der Förderung selber die Schaffung von Reihenräumen in diesen Technologiezentren mit beantragt wurden und als Förderziel dementsprechend auch mit bewilligt worden sind. Diese Reihenräume gibt es bis zum heutigen Tag nicht, außer einem im Haus 1 von 25 Quadratmetern. Ist ja nett, aber ist im Prinzip nicht das, was eigentlich dann beantragt worden sind. Das heißt, wir sind hier nicht mit den Förderzielen so weit dann, dass sie eingehalten worden sind, und sie versuchen im Prinzip an der Stelle uns dementsprechend auch irgendwo hinters Licht zu führen. Also es ist eigentlich, ich weiß es nicht, dann, also wir können doch mal ehrlich bei der Sache bleiben und nicht uns an irgendeiner Stelle sozusagen versuchen, irgendwie gegenseitig was vorzumachen. Hören Sie endlich auf, mit dem Popanztier zu erzählen. Also mir reicht es wirklich langsam. Insoweit, weil, erster Punkt ist, was Antragsgegenstand ist, da waren, und die Pläne sind ja offengelegt worden, ist nicht keine Reihenräume drin vorgesehen gewesen. Und das muss man auch mal klar und deutlich sagen. Es ist vorgesehen gewesen, dass das Gebäude ertüchtigt wird, dass man Reihenräume einbauen kann. Aber es ist keine Reihenräume beantragt worden. Und wir machen ein bisschen jetzt hier Spielereien, mache ich ja auch mit. Das Ganze haben wir ja auch schon mal alles im Ausschuss diskutiert. Das können wir jetzt auch noch mal im Stadtrat diskutieren. Ist ja nicht so, dass wir das nie kennen würden. Wir wissen auch, was generell im Raume steht. Das wissen wir seit 30.06. letzten Jahres. Da war deutlich in der Vorlage darauf hingewiesen, dass da ein weiterer Finanzierungsbedarf ist. Auch damals ist darauf hingewiesen worden, hätte man es gewollt, hätte man es auch machen können, dass wir die Verkauf der Häuser 5 und 7 in Richtung Fraunhofer Gesellschaft immer auf dem Fokus hatten. Und da kann ich auch dokumentieren, wie viele Gespräche ich da mit dem Präsidenten, mit den Landesvertretern etc. dazu geführt habe. Und insofern soll man sich mal ein bisschen wieder einkriegen und darauf konzentrieren, was ist tatsächlich passiert, was ist jetzt der Finanzierungsbedarf. Und der sind 336.000 Euro, die sich aus 100.000 Euro Reserve, falls irgendwelche Unwägbarkeiten in den nächsten Wochen kommen, besetzen, die sich daraus nochmal in Größenordnung 60.000, 70.000 über Planungsmittel, um Ihnen ein fundiertes Endergebnis vorlegen zu können für die Beschlussfassung. Und dann bleiben schon nur noch kleinere Beträge übrig, die nämlich für die Reparaturmaßnahmen notwendig sind, damit die Mieter einen ordentlichen Zustand, halbwegs erträglichen Zustand in den unsanierten Häusern 5 und 7 und einen Wasseranschluss bekommen. Das ist das, worüber wir heute hier in der Zwischenfinanzierung reden, und kommen dann mit einem Endergebnis im Herbst mit der Gesamtvorlage wieder. Und mir ist es lieber, ich habe das gestern als morgen auf dem Tisch, weil ich will das Gebäude endlich zu Ende bauen und ich will endlich den Unternehmen, die darauf warten, und Gründungen, dass sie Platz haben in unserer Stadt, einen Raum verschaffen. Punkt. So, Herr Dr. Lames, Herr Lichti, Herr Cornelius. In dieser Reihenfolge. Herr Lichti, bitteschön. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, vielleicht zum Anfang zur Klarstellung. Ich finde es nicht gut, dass Sie hier sich hinstellen und so tun, als ob die Antragsteller dieses Antrags, als ob denen nicht am Herz liegen würde, dass hier wir eine entsprechende Einrichtung haben, die für junge Unternehmen hier tatsächlich eine gute Entwicklung ermöglichen. Mein Kollege Schulz hat darauf ausdrücklich hingewiesen. Also ich bitte Sie, diesen Zungenschlag vielleicht zurückzunehmen. Ich möchte aber auch sagen, als jemand, der jetzt neu im Stadtrat ist, bin ich sehr verwundert. Ich habe aus Ihrem Versuch einer Rechtfertigung, so muss man es wohl nennen, entnommen, schuld ist Herr Thomas Jürg, der bis 2009 sächsischer Wirtschaftsminister war
Und schuld ist Herr Martin Dulich, der, glaube ich, seit Dezember 2014 sächsischer Wirtschaftsminister war. Und Ihr Parteikollege Mollock, der es in der Zwischenzeit war, der ist offensichtlich nicht schuld. Ich schließe daraus, dass es offensichtlich nicht an dem Unverständnis und dem Unvermögen auf der anderen Elbseite gelegen hat, wie Sie jetzt darstellen, denn sonst hätte Ihr Parteikollege ja dem dann nachhelfen können, sondern es lag wohl daran, dass hier in der Landeshauptstadt Dresden die Hausaufgaben nicht ordentlich gemacht worden sind. Und wissen Sie, als jemand, der neu in Stadtrat eingekommen ist, bleiben für mich einfach zwei ganz einfache Facts stehen. Sie sind vor einem Jahr in den Stadtrat gekommen und haben gesagt, ich brauche 1 Million, sonst machen wir das Licht aus. Dann hat der Stadtrat im guten Willen, weil er dieses Zentrum will, die Zähne zusammengebissen und hat gesagt, Sie bekommen die 1 Million. Aber weil er kein gutes Gefühl hatte, hat er gesagt, bitte arbeite es sofort auf und arbeite es extern auf mit Wirtschaftsprüfern. Und wir sind jetzt ein Jahr später und Sie erzählen uns, oder Ihr Kollege Herr Vorjohann erzählt uns, er habe sich heute mal wieder zu einem Zwischentreff getroffen. Herr Hilbert, ich muss Ihnen sagen, da entsteht bei mir nicht der Eindruck, dass Sie hier tatsächlich diese Sache ordentlich nachgearbeitet haben. Dieser Eindruck bleibt einfach stehen. Und ich weiß nicht, halten Sie es für selbstverständlich, dass Sie alle naselang, alle paar Monate in den Stadtrat kommen und sagen, ich brauche 1 Million, ich brauche 300.000, ich brauche 100.000, ich brauche dieses und jenes. Eigentlich gehe ich davon aus, dass wir Unternehmen betreiben, die mit einer schwarzen Null wenigstens rauskommen und die nicht laufend einen Nachschussbedarf bedürfen. Und dafür, Herr Hilbert, sind Sie verantwortlich und dafür haben Sie keine Rechtfertigung oder Erklärung hier geboten. Vielen Dank. Also Herr Lichti, damit wir bei der Wahrheit bleiben, der Stadtrat hat am 30.06. letzten Jahres, oder besser nicht der Stadtrat, das wäre das Problem, sondern der Finanzausschuss hat das Rechnungsprüfungsamt beauftragt und das Rechnungsprüfungsamt hat das abgelehnt, weil er sagt, der Finanzausschuss ist nicht berechtigt, mich zu beauftragen, sondern nur der Stadtrat. Und deswegen habe ich darauf gedrungen, intern, dass ich jetzt nicht zuwarte und das im Raum stehen lasse, sondern einen externen Wirtschaftsprüfer beauftrage, der dieselbigen Funktionen von dem, was Sie haben wollen, beibringt. Und dieser Auftrag ist erteilt. Dafür haben wir ein Zwischengutachten vorgelegt und es wird auch, und da hat Kollege Vorjohann darauf hingewiesen, wir finden regelmäßig Abstimmungen statt, um Ihnen eben ein finales Gutachten auf den Tisch legen zu können. Mittlerweile hat der Stadtrat nachgezogen und hat beauftragt auch das Rechnungsprüfungsamt. Insoweit wird da in enger Zusammenarbeit zwischen den Rechnungsprüfern und unseres Hauses und den Externen ein finales Gutachten hoffentlich entstehen können. Soweit zur Wahrheit. Herr Cornelius, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen im Stadtrat, auch ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass ich den früheren Stadträten noch nicht angehört habe und deswegen auch nicht über die gesamte Vorgeschichte informiert bin im Einzelnen, weil ich es nicht miterlebt habe. Dass in der Vergangenheit manches schiefgelaufen ist, steht wohl außer Frage. Es hat aber überhaupt keinen Wert, daran rumzurühren. Ich finde es aber, wenn wir jetzt über Thema Zungenschlag und Rechtfertigung sprechen, Zungen und Tendenzen sprechen, finde ich es nicht sehr fair gegenüber dem Wirtschaftsbürgermeister, hier einerseits detaillierte Erklärungen in der Sitzung zu verlangen, die ja in ähnlicher Form bereits im Wirtschaftsförderungsausschuss gegeben hat. Und dann, wenn er die Erklärung gibt, zu sagen, das sei der gescheiterte Versuch einer Rechtfertigung. Das finde ich also keinen fairen Umgang hier miteinander. Offensichtlich fehlt es also an der Kommunikation innerhalb der rot-rot-grünen Mehrheit, denn all die Fragen, Herr Schulze, die Sie hier gestellt haben, hat Herr Hilbert im Wirtschaftsförderungsausschuss ausführlich und mit Hilfe einer PowerPoint-Präsentation sogar zu Hilfe genommen, zusammen mit dem derzeitigen Geschäftsführer bereits erläutert. Wenn man die Zusammenhänge zusammenfasst, ist doch klar, wir kaufen Zeit. Es sind unvorhergesehene zusätzliche Aufwände entstanden, deren Entstehung auch außerhalb der Kontrolle der derzeitigen Geschäftsführung der GmbH liegt. Und dass das solch ein Gutachten zu der Frage, wie ein öffentlich gefördertes Unternehmen eine solide Durchfinanzierung bekommt, dass das nicht von heute auf morgen zu erstellen ist, das wird jedem klar sein, der auch nur den Zwischenbericht dazu gelesen hat. Wenn wir vergleichen, hier geht es um eine strategisch wichtige Investition für den Industriestandort in Dresden, für den Wirtschaftsstandort,
Es geht um einen einen sechsstelligen Betrag verglichen mit den zweistelligen Millionenbeträgen, die hier im Minutentakt zur Erhöhung der Jugendhilfe durchgewunken worden sind im letzten Jahr, finde ich, steht diese Diskussion, die wir heute geführt haben, völlig außer Verhältnis. Dankeschön. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann bin ich auch gespannt auf das Schlusswort von Herrn Dr. Lames. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, dann wollen wir doch ein paar Fakten noch mal klarstellen. Wir haben ja doch einiges vorliegen. Die Schieflage in diesem Projekt, die hat von Anfang an bestanden. Ich beziehe mich da auf das Gutachten, das uns jetzt vorliegt, in dem drin steht, dass die Oberfinanzdirektion schon zum ersten Fördermittelantrag gesagt hat, die Baukosten sind zu niedrig angesetzt. In dem Gutachten steht drin, dass ca. 2,5 bis 3 Millionen Baukosten mehr damals schon hätten eingestellt werden müssen im Jahr 2007. So viel zum Thema vorausschauende Planung. Zweite Erkenntnis aus diesen Dingen. Der Kauf des Grundstücks, der von vornherein einmal mit als in die Förderung eingebracht worden ist, der ist nicht förderfähig gewesen. Und deshalb hat das Wirtschaftsministerium auch gesagt, das kann so nicht gefördert werden, steht in Ihrer Vorlage drin, Herr Hilbert, mehr kann ich auch nicht wissen. Ich habe die Akten nicht im Gegensatz zu Ihnen, aber ich weiß nicht, ob Sie sie gelesen haben. Dann hat nämlich das Wirtschaftsministerium gesagt, dieser Kauf ist nicht förderfähig. Meines Wissens ist das der Wirtschaftsminister Morlock, der Held der Eierschecke gewesen, der das gemacht hat. Und aus dieser Vorlage, aus diesem Gutachten, was wir haben, geht auch hervor, dass wir jetzt leisten müssen, eine Analyse der Bauaufgaben. Ja, meine Damen und Herren, müssen wir das 8 Jahre nach dem Kauf leisten, eine Analyse der Bauaufgaben, die sich jetzt stellen? Dann ist die Frage, welche Analyse ist da geleistet worden? Sie war von Anfang an unzureichend. Das sieht man doch daran. Und hier steht am Ende von 8 Jahren Arbeit des Wirtschaftsbürgermeisters Hilbert, FDP, ein veredelter Rohbau. Und auf die Bemerkung werde ich dann gleich auch noch mal zurückkommen. Der Finanzbedarf, der sich jetzt hier in der Vorlage angeblich abzeichnet, der ist absehbar gewesen, schon als wir den Haushalt beschlossen haben. Und es ist jetzt unklar, ob damals überhaupt noch ein Wirtschaftsplan bestanden hat. Jedenfalls nach der kommunalen Haushaltsverordnung hätte einer bestehen müssen. Denn sonst können wir den Haushalt nicht korrekt beschließen. Aber ich hoffe, dass er damals vorgelegen hat. Aber offenbar ist man sich jetzt nicht mehr sicher, beziehungsweise hat ihn jetzt wieder einkassiert. 273.000 Euro dieses zusätzlichen Finanzbedarfs beruhen nämlich gar nicht auf neuen Verpflichtungen, sondern sie beruhen auf alten Verpflichtungen, wenn man das korrekt zitiert, auch Zahlen aus der Vorlage. Und das ist aus dem Gutachten, was wir erstellt bekommen haben, ist das bekannt seit Anfang April, nämlich schon vor Ostern ist es bekannt gewesen, dass dieser zusätzliche Finanzbedarf besteht. Und für welche Finanzausschusssitzung legt uns der Wirtschaftsbürgermeister Dirk Hilbert, FDP, diese Vorlage vor? Natürlich für die Finanzausschusssitzung am 8. Juni dieses Jahres, einen Tag nach der Wahl. Selbstverständlich ist das so. Und deshalb ist das so gemacht worden, damit es eben keiner so richtig merkt. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Und dieser 8. Juni, meine Damen und Herren, der ist der letzte Drücker vor der Zahlungsunfähigkeit dieser städtischen Gesellschaft, die ansonsten im Juni eintritt, wenn wir das Geld nicht dort nachschießen. Und auf die Vorlage zur Durchfinanzierung warten wir eben bis heute noch. Und im letzten Wirtschaftsförderungsausschuss ist uns auch deutlich gemacht worden, dass wir dann auch wahrscheinlich weiter warten werden, ob es jemand kauft. Und es ist durchaus zweifelhaft, ob es jemand kauft. Und wenn jetzt schon die Kaufoption durch andere die Rettung aus allem sein soll, dann frage ich eigentlich, warum kaufen wir eigentlich im Jahre 2007 4 Häuser, um dann die Rettung darin zu sehen, dass wir im Jahre 2015 2 davon
unsaniert weiterverkaufen. Dann frage ich doch, war das wirklich ein durchdachtes Konzept? Und eins ist allerdings richtig, es wäre in dieser Ausführlichkeit heute nicht zu thematisieren, wenn auch nicht andere Entscheidungen in dieser Stadt in den nächsten Wochen anstünden. Das ist völlig klar und das ist auch selbstverständlich so. Aber, und dann komme ich zum Schluss, es ist eben so, dass am Ende ein veredelter Rohbau dasteht, im Prinzip das für zwei Häuser, was man auch vor 8 Jahren schon gekauft hat. Ich zitiere den Präsidenten der Industrie- und Handelskammer, Herrn Dr. Brunsch, der sich gewünscht hat, von der Person des zukünftigen Oberbürgermeisters eine Persönlichkeit, die der allgemein verbreiteten Erkenntnis, dass die Wirtschaft für den Wohlstand von entscheidender Bedeutung ist, auch Taten folgen lässt. Welche Taten wir von Ihnen, Herr Hilbert, zu erwarten haben, das haben wir in den letzten 8 Jahren an diesem Beispiel sehr deutlich gesehen. Bevor ich mir die persönlichen Unverschämtheiten weiter einhören muss, kommen wir lieber zur Abstimmung. Wer dem Antrag, der interfraktionell gestellt worden ist, eine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen? Ja, 35 Ja-Stimmen, 31 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen. Damit wäre der Antrag angenommen.